So, Freunde, was geht ab bei euch? Willkommen zu Mafia 3. Wieder ein Bruder tot. Das nenne ich doch mal. Also, beziehungsweise, das wird eine dicke. Ja. Coole Quest. So, genug vom Radio. Ja, Jungs, alles gut bei euch? Das ist dieses Bullenschwein. Also nicht der, sondern der. Mit Nebel. Alter. Wow.
So, das war klar, dass wir fahren, weil Frauensteuer ungeheuer. Paps hat erzählt, wie ihr diese Dixie-Wichser aufgemischt habt. Was du mit Doucette angestellt hast, das war eiskalt. Hab getan, was ich musste. Das glaube ich dir. Also, wenn dich einer der Hilfs-Sheriffs in Sinclair auffordert, rechts ranzufahren, halt bloß nicht an. Die würden uns über den Haufen knallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die New Bordeaux-Cops sind auch nicht gerade auf Kuschelkurs mit den Schwarzen. Bruder, wenn du meinen Rat hören willst. Falls du Slim so ausschalten willst wie Richie Doucette, würde ich nicht machen. Für sie rechtfertigst du damit alles, was sie tun. Machst es noch schlimmer. Aber du wärst bereit, sie alle umzubringen, hm? Na, nur die es verdient haben. Ein bisschen bremsen müssen wir auch in den Kurven, sonst. Oh nein! Steh auf, Junge! Steh auf! Ein paar platt gefahren. Bullen! Ein 222er, Fahrer identifiziert. Bitte um Verstärkung. Recht ranfahren! Boot 35. Drück drauf! Im Ernst? Fahr, Mann, fahr! Verdammt! Ich probier was! Noch mehr von denen! Alter, die alte geht ab! Jemand hat dich im Visier! Dachte, du wolltest unauffällig vorgehen. Ja, jetzt ist er hinter uns her. Das war's dann mit unauffällig. Bring uns hier weg, verdammt! Boah, Alter! Junge, 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 die geht aber gut ab. Boah, so eine geile Mucke, Freunde. Rock'n'Roll forever. Toll. Jetzt haben wir einen schönen Platten auch noch. MJ's Farm. Scheiße, Roxy. Ich hatte ja schon öfter mit Arschlochbullen zu tun. Die knallen dich ein. Das ist die Scheiße. Jetzt verstehe ich, was du meintest. Die Penner spielen rassismusmäßig in einer ganz anderen Liga. Halt in der Stadt die Augen nach weiteren Bullen offen. Boah, jetzt müssen wir auch noch so fahren mit den Platten. Farm. Wie ist MJ so? War sein Leben lang in Sinclair. Ein weißer Junge, der versucht, was zu verändern. Du vertraust ihm? Natürlich vertraue ich ihm. Auch wenn er mehr Mut als Verstand hat. Klingt nach meinem Schlag Mensch. Ist es das davon? Ja. Platten, wir fahren sogar auf Felge. Also hinten links. Roxy, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Mädel. MJ erwartet euch im Gewächshaus. Grüß Lula und die Babys von mir. So, ab ins Gewächshaus. Geil.
So, repariert. Jawohl. Nachts meist nur eine Notbesetzung. Komisch, dass du die Papiere nicht im Alleingang rausgeholt hast. Ich hab's mir lange überlegt. Aber du sollst auch deinen Spaß haben. Wie großzügig von dir. Jetzt hab dich nicht so, Lincoln. Ich behalte den Überblick von oben. So kann ich dich warnen, wenn was ist. Bin jetzt hier oben. Gut, ich schnapp mir die Unterlagen. Wo treffen wir uns? Ich schlag mich schon zur Farm durch. Und Lincoln, halt ja den Kopf unten, klar? Ah ja, das tue ich seit meiner Geburt. Ei, ei, Chef. So, erstmal ein bisschen abhören wieder. Hab was gebaut, so kannst du mich über deinen Knopf im Ohr hören. Die Bullen im Revier werden. Boah, sind das viele. Na dann, viel Glück beim Versuch, die Papiere aus Lims Büro zu klauen. Ich bin auf dem Dach hinten und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs rund ums Revier. Scheiße. Achtung! Geht auch nicht. Komm auch nicht hoch. Ah, das sieht doch schon mal gut aus hier. Warst du drin? Dachte ich's mir doch. Vorm Ende deiner Schicht schnappst du dir gefälligst einen Lappen und wischt alles ab. Jede Stelle, die du angegrapscht hast, wird poliert. Der Rest gleich mit. Das ist besser für alle Beteiligten. Polizei! Identifizieren Sie sich! Boah, das heißt, wir müssen hier verdammt viele platt machen auf jeden Fall. Junge, Junge, das... Boah, ich glaube, ich mache wirklich alle platt hier. Diese Scheiße finde ich überhaupt nicht lustig. Ja, wenigstens der kommt. Ja, komm mal her, du Buntschwein. Was ist das denn für einer? Ich hab ihm noch gesagt, er soll hier nicht anhalten. Ich hab's ihm gesagt. Was soll man den platt machen? Das ist eine Rezeption, den lassen wir lieber am Leben. Hi.
hat seine Leute im Griff. Kein Schnaps im Dienst, kein Dope. So. Ihre Disziplin ist fast bewundernswert. Hey, hey du Gorilla, ich geb dir einen schönen glänzenden Penny, wenn du mir den Schwanz lutscht. Wo zur Hölle willst du denn hin, Schneeflöckchen? Schade, ich dachte, ich kann die Scheißfabrik auch mal hier rauslassen oder so. Lande mir bloß nicht in einer dieser Zellen, Soldat. So, ab nach oben. Im Slims Büro? Im ersten Stock. Hier spricht die Polizei. Zeigen Sie sich. Okay, ich zeig mich mal. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Oh fuck. Schlachtet uns ab! Er ist nicht hier? Wie zum Teufel hat er das gemacht? Hier ist er nicht. Suchen wir woanders. Code 35, Verdächtiger zu Boden gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Scheiße! Der Verdächtiger wird beschrieben als männlicher, großer, farbiger. Etwa 25, Verstärkung ist unterwegs. Fuck, wir wurden aufgeklärt. Knallfrische. Oh, okay. Lass dir nur kein zweites Arschloch verpassen. Ganz gut mit Worten umgehen, Roxy, das muss ich dir lassen. Scheiße, das ist das Revier. Der farbige Verdächtige ist dort. Mist, dass wir aufgeklärt worden sind. Hast du Probleme da drüben? Damit komme ich schon klar. Wir sehen uns dann bei MJ. Okay, halt dir die Kopf vom Arsch. Scheißendreck. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier was runter. Du auch tust, du machst dich richtig beliebt. Durch die Hintertür kommen immer mehr Hilfs-Sheriffs. Komm von der Seite. Durch die Wand oder was? Schnell weg hier. Junge, sind das viele jetzt hier. Großer Gott! Alle Einheiten, Achtung, Einbruch im Revier. Ein großer Farbiger wurde am Tatort gesehen. Er dürfte bewaffnet und gefährlich sein. Der Sheriff will, dass diese Sache schnell geklärt wird. Boah, wie viel Bohlen, und ich fahre hier so eine Familienkutsche. Alter, viel Bohlen. Diese Ziele müssen weg. Klar, wir kommen gleich rüber. Ja, dann hilf mir mal, Freunde. Scheiße, ich kann gar nicht mehr lecken hier. Fuck.
Alter, ich dachte, der wird tot. Ich hab doch auf den geschossen, hallo? Schnell abhauen jetzt hier, aber. Jetzt hat er auch noch einen Platten. Der Verdächtige ist mit Eigentum des Reviers abgehauen. An alle. Er könnte noch in der Gegend sein. Ah. Puh, ich glaube, das Schwimmer hat uns jetzt hier gerettet. Hallo? Ich wollte schon sagen, geht's da nicht hoch oder was? Und Freunde, da ging aber ziemlich gut die Post ab gerade, oder? Toll, hier steht ja noch nicht mein Fahrrad. Steht ja nichts. Ja gut, dann müssen wir halt laufen, geht ja nicht anders. Oder Moment mal, ein Bagger, wie cool. Können wir das fahren? Ausprobieren. Nee, leider nicht. Toll, hier Schrottplatz. Keine Autos in Sicht. Noch 130 Meter zu Fuß, Freunde, dann sind wir aber auch schon da. Ach du Kacke, ich dachte, es wird tief. Boah, fast tot, ey. Okay. Noch 40 Meter. So kann man sich täuschen. So, Freunde, und das mit dem Drecksbug sehen wir natürlich im nächsten Part.